Leute, wenn ihr mich fragt, was ich an mir mag, würde ich instant sagen, meine Haare. Ich habe das große Glück, viele dicke und lange Haare zu haben, habe auch schon relativ viel mit Frisuren rumexperimentiert. Es gibt aber Menschen, die haben gar keine oder wenig Haare und benötigen eine Perücke. Und dann saß ich da und bin mir einfach so durch die Haare gefahren, habe letztlich so 4, 5, 6 Strähnen in der Hand, war so. Deswegen würde ich gerne meine Haare spenden. Dabei ist mir aber wichtig, dass die Haare wirklich bei jemandem landen, der sie benötigt. Und ich weiß schon, dass der Markt ziemlich intransparent ist. Daher frage ich mich, worauf muss ich bei der Haarspende achten? Finde ich wirklich eine vertrauenswürdige Organisation? Und wie läuft so eine Haarspende ab? Krass! Alter, sind die kurz. Ich probiere es rauszufinden. Für euch und auch für meine Haare. Erstmal möchte ich herausfinden, wie teuer eine Echthaarperücke eigentlich ist. Das Ergebnis schockt mich ehrlich gesagt ein bisschen. Geil, guck mal, 2901 im Angebot für 2901. Ist halt einfach richtig viel Geld. Was meine Recherche außerdem schnell zeigt, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, mit meinen Haaren Gutes zu tun. Eine Option ist es zum Beispiel, dass es spezielle Firmen gibt, die die Haare ankaufen und den Erlös kann man dann einem guten Zweck spenden. Jetzt will ich aber erstmal rauskriegen, wie viel ich denn für meine Haare bekomme. Das checke ich jetzt mal. AnbieterInnen im Netz bieten je nach Haarlänge und Gewicht einen bestimmten Geldbetrag. Was hättest du denn gern für deine Haare? Wie viel Geld? Also für 7,85 Euro müssen wir ja nicht anfangen. Sorry, dafür sind die zu schön, Freunde. Deswegen ist mir auch so wichtig, dass ich das dann so non-profit-mäßig mache und dass eine Person bekommt, die es wirklich benötigt, die sich vielleicht eine Echthaarperücke nicht leisten kann, aber dass irgendwer mit meinen Haaren Cash macht, mir dann 7,85 Euro überweist, das will ich nicht. Also 10 Euro pro 100 Gramm, garantiert versandkostenfrei. Egal wie gepflegt sie sind. Welche Voraussetzungen muss mein Haar erfüllen? Mindestlänge 35 cm. Mila, wollen wir das mal abmessen? Bis wohin willst du abschneiden? Kinn, glaube ich. Kinn, okay. Also 35 cm hätte ich. Mindestmenge 50 Gramm. Wie misst man das? Hast du auch eine Waage? Das Gewicht meiner Haare checken wir ganz professionell mit meiner Küchenwaage. Also ich glaube, du wiegst deinen Kopf auch ein bisschen. Echt? Also es sind jetzt roundabout 100 Gramm, würde ich behaupten. 100? Wie viel Geld wäre das dann? Ein Honi. Honi hätte ich damit. Schön wär's. Also erstmal habe ich mich komplett verrechnet. Ich hatte ja nur 100 Gramm. Ich habe direkt 10 mal 10 gerechnet und dachte so, ja, ich krieg jetzt 100 Euro, aber ich würde nur 10 Euro bekommen. Ich glaube, ich habe es einfach nicht geglaubt. Ich hätte es ja noch nicht mehr für 100 gemacht und 100 ist ein Kilo. Also 10 Euro ist ja extrem, extrem wenig. Das größere Problem ist für mich aber, dass auf der Homepage keinerlei Infos zu finden sind, was mit meinen verkauften Haaren genau passiert. Diese Haarankaufseiten sind nichts für mich. Da weißt du nicht, was mit deinen Haaren passiert und du kriegst nicht viel Geld raus. Ich recherchiere weiter und finde heraus. Ich könnte meine Haare auch privat verkaufen. Zum Beispiel auf Plattformen wie eBay Kleinanzeigen. Und den Erlös selbst an eine wohltätige Organisation spenden. Ich kann die Haare auch einer Organisation spenden, die für das Haar eine Geldspende leistet. Zum Beispiel an die Stiftung Deutsche Krebshilfe. Wie viel genau bleibt aber der Organisation überlassen? Dann gibt es noch solche Organisationen, die gespendete Haare höchstbietend versteigern und diesen Erlös dem guten Zweck zukommen lassen. Ich weiß aber nie zu 100%, ob meine Haarspende am Ende auf dem Kopf von jemandem landet, der sie wirklich benötigt. Und das ist ja meine Voraussetzung. Mir raucht der Kopf. Ich wusste, dass es schwer werden könnte, eine passende Organisation zu finden. Aber so schwer? Ich glaube, ich habe eine Organisation gefunden. Also es ist ein Non-Profit-Verein und der möchte Kindern helfen, die Haare zum Beispiel durch Krankheit verloren haben. Das ist halt genau das, was ich gesucht habe. Also es ist halt ganz klar, 4 Haarspenden, 360 Euro, eine kostenlose Perücke. So. Also hier habe ich ein gutes Gefühl. Der Verein heißt Die Haarspender und sitzt in Wien. Stellt sich nur noch die Frage, ob die meine Haare überhaupt wollen. Wir möchten eine ab einer Mindestlänge von 40 cm. Wobei die Ideallänge 45 wäre.
Warum wollen die denn so viel länger? Am 1.11.21 wurde die Mindestlänge von 30 auf 40 erhöht. Wir haben das nach langer Überlegung getan, da wir bereits ausreichend kürzere Spenden bekommen haben und Längen ab 40 cm mehr am sinnvollsten für die Herstellung von Kinderperücken sind. Hier geht es ja darum, dass deine Haare nicht super kurz werden, also deine Frisur am Ende nicht super kurz wird. Aber wärst du da jetzt vielleicht bereit, auch dann kürzer zu gehen? Wie viel kürzer wäre das denn dann? So. Boah, das ist schon hardcore. Also eine kurze Haarfrisur kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Glaubst du nicht, dass die das auch mit 35 machen? Wegen der Haarlänge muss ich echt nochmal nachfragen und auch in mich gehen. Heute besuche ich aber erstmal eine junge Frau in Mannheim, die selbst so eine Echthaarperücke trägt, wie aus meinen Haaren entstehen könnte. Hallo Alexandra, Nadine hier. Hallo, komm in den Stock. Mach ich, bis gleich. Hallo. Ist okay für dich, wenn ich die Maske abnehme? Ja, wir sind geimpft und PCR getestet. Ja, nee, alles das ganze gut, Team. Mach ruhig. Das Einzige, was ich weiß von der Redaktion, dass du eine Perücke trägst. Und ich weiß auch noch gar nicht, wieso und seit wann. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du mich hier überhaupt her eingeladen hast und dass wir über alles reden. Es hat angefangen im April, meine ich. Da habe ich das erste Mal, wo ich duschen war und mich abgetrocknet habe, plötzlich einen Knoten in der Brust gespürt. Am 1.7. habe ich dann die Diagnose Brustkrebs erhalten und das mit gerade mal 28 Jahren. Wie war das für dich in dem Moment, als du das diagnostiziert bekommen hast? Ich habe so das komplette Ausmaß irgendwie noch gar nicht begriffen. Und dann habe ich auch gefragt, okay, jetzt muss ich ja eine Chemotherapie machen. Und dann meinte sie so, ja. Und ich so, ja, wenn ich das nicht mache, und dann hat sie gesagt, ja, dann werden sie sterben. Mhm. Ich so, okay. Und dann war mein nächster Satz, also werde ich meine Haare verlieren. Und als sie gesagt hat, ja, habe ich so angefangen zu weinen. Oh, da war es soweit, da konnte ich nicht mehr. Weil ich hatte so schöne lange Haare und ich hing einfach immer an meinen Haaren und ja. Seit ein paar Monaten bekommt Alexandra jetzt eine Chemotherapie. Die greift vor allem Zellen an, die sich schnell teilen. Das sind Krebszellen, aber auch Haarzellen. Wie stark die Haare ausfallen, ist individuell verschieden. An den Moment, als sie zum ersten Mal ihren Haarausfall bemerkt, erinnert sich Alexandra noch sehr gut. Da war ich im Homeoffice, habe zu Hause gearbeitet und dann saß ich da und bin mir einfach so durch die Haare gefahren, habe plötzlich so 4, 5, 6 Strähnen in der Hand, war so okay. Und dann ist es aber öfter passiert, wenn ich so durch die Haare bin, da hatte ich immer mehr Strähnen in der Hand und dann habe ich auch mit meiner Mom telefoniert und habe gesagt, du Mom, ich glaube, es geht los. Und da war ich schon ganz neben mir und dachte so, nein, 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 bitte, ich will das wirklich nicht. Und gedacht, gut, ich werde jetzt erstmal noch einen Termin beim Friseur ausmachen. Weil ich habe mir von Anfang an vorgenommen, was ich nicht erleben will, ist, dass ich irgendwann in die Haare reingreife und so komplett Büschel Haare in der Hand habe. Es muss vorher passieren, also sie müssen vorher ab. Ich will entscheiden, wann meine Haare gehen und nicht der Krebs. Ach, wirklich? Und wie war das dann, also als der angesetzt hat und abrasiert hat? Also wie, wenn du das beschreibst? Das hat sich so komisch angefühlt. Der hat im Nacken angefangen. Auf einmal merkst du, wie es da einfach... ja, kälter wird. Er hat mich auch vom Spiegel weggedreht. Also ich musste das Gott sei Dank nicht mit ansehen. Und dann hat er mich umgedreht zum Spiegel. Ich war so, ach du Scheiße. Ich war echt schockiert. Ich habe auch echt gedacht, ich müsste weinen, aber ich konnte nicht. Nee. Wirklich nicht? Ich saß wirklich da, ich habe mich angestarrt und habe gedacht, um Gottes Willen, wer ist diese Person? Das bin doch nicht ich. Den Verlust ihrer Haare verarbeitet Alexandra auch in einem emotionalen Video auf ihrem Instagram-Account. Noch am gleichen Tag, als ihr der Kopf kahl rasiert wird, bekommt Alexandra ihre erste Perücke. Eine Kunsthaarperücke. Ich finde, im Nachhinein sieht aus wie ein Wischmopp. Wirklich? Nein. Ich habe mich gefühlt wie so eine spießige Hausfrau, die zu Hause Plätzchen backt. So, überhaupt nicht wie ich selbst. Denn ein großes Manko ist, die Kunsthaarperücke sieht einfach nicht so natürlich aus wie die Echthaarperücke, die Alexandra jetzt trägt. Wenn du die mal anfasst, merkst du schon einen Unterschied im Vergleich zu meinen echten Haaren, also zur Echthaarperücke. Es ist einfach ein Riesenunterschied. Also ich finde, die fühlt sich auch gut an, aber auch von innen drin ist es ein Riesenunterschied, weil du hier einfach eben so eine Tresse hast und nicht das Netz, wo die Haare alle einzeln drin aufgenäht sind. Hier vorne hast du halt eben, sag ich mal, diesen Rand hier. Ja. Wenn das Pony nicht wäre, würde man das dann halt schon eher... sehen. Also ich kann es auch gerne mal abziehen, dann kannst du den Unterschied besser angucken. Ist es in Ordnung für dich? Ja, klar. Ja? Klar. Ich zeige mich auch auf Instagram. Okay. Sag ich mal oben ohne, von daher ist das kein Problem. Okay.
Spannend. Ach. Und ein ganz komisches Gefühl. Also ich finde dich sowohl mit der Perücke schön, aber ich finde dich auch ohne Perücke so schön. Mhm, Dankeschön. Das ist einfach wirklich ein viel, viel leichteres und natürlicheres Gefühl auch. Und du spürst es eigentlich nicht. Es fühlt sich wirklich an, als wären es deine eigenen Haare. Okay. Ich kann die auch wirklich den ganzen Tag aufhaben, ohne dass es unangenehm wird. Ihre Echthaarperücke hat Alexandra einem Modeljob für ein Zweithaarstudio zu verdanken, für den sie mit der Perücke bezahlt wurde. Ansonsten hätte sie sich die Perücke für mehrere tausend Euro gar nicht leisten können. Kunsthaar ist grundsätzlich ein bisschen günstiger, aber die hat, glaube ich, auch 860 Euro gekostet. Das ist halt auch viel Geld, ne? Absolut. Und weißt du, was die Krankenkasse zahlt? Gefühlt nix. 320 Euro. Das war der Mindestbetrag, den ich für meine Perücke bekommen habe. Weil die Krankenkasse gesagt hat, dadurch, dass meine Chemo unter einem halben Jahr angesetzt ist, also 5 Monate, kriege ich nur diesen Mindestsatz. Ich habe jetzt auch über 500 Euro noch selbst gezahlt und das kann sich halt auch nicht jeder leisten. Dann hast du erstmal so eine Scheißdiagnose, bist schon so gestraft damit und dann wirst du auch noch finanziell bestraft dafür, dass du Krebs hast? Also entschuldige mal. Unsere Anfrage bei den größten gesetzlichen Krankenkassen zeigt, leider ist es eher die Regel, dass von den Krankenkassen relativ wenig finanzielle Unterstützung kommt. Der Großteil muss bei hochwertigen Perücken meist aus der eigenen Tasche bezahlt werden. Übrigens, für Echthaarperücken gibt es nur in Ausnahmefällen einen Zuschuss. Zum Beispiel, wenn man eine Allergie gegen Kunsthaar hat. Und Männer bekommen von den gesetzlichen Krankenkassen in der Regel gar keinen Zuschuss, weil der Verlust der Kopfbehaarung beim Mann laut Urteil des Bundessozialgerichts keine Krankheit und auch keine Behinderung darstellt. Einen weiteren Vorteil ihrer Echthaarperücke zeigt mir Alexandra im Bad. Nämlich, dass sie die jetzt stylen kann wie ihre eigenen Haare. Und dann nehme ich mir einfach die Haarsträhne. Ja. Und wickel sie einfach um den Lockenstab rum. Halte sie kurz, lass die Locke dann los, kurz ein bisschen auskühlen. Und that's it. Und ja. Das konntest du mit der Kurzhaarfrisur, mit den Kunsthaaren nicht machen, aber mit denen halt ganz normal, wie du es auch davor gemacht hast mit deinen. Genau, weil Kunsthaar würde kaputt gehen. Nicht? Hast also, du das auch vermisst bei deiner Kunsthaarperücke? Wirklich, weil ich konnte nichts damit machen. Die Frise sah immer gleich aus, die Haare sind immer gleich gefallen. Ich mache ja diesen Film, um am Schluss ziemlich sicher auch meine Haare zu spenden, ne? Oh, hast du nicht das raus? Da blutet mein Herz, wenn ich drüber nachdenke. Und ich wünschte, du hättest es schon früher gemacht, da hätte ich deine Haare genommen. Und dann hat Alexandra noch eine Message, von der wir uns alle eine Scheibe abschneiden können. Irgendwann akzeptierst du es einfach und sagst, nö, egal ob ich jetzt Haare auf dem Kopf habe oder nicht, ich bin schön so, wie ich bin. Und das ist auch scheißegal, was andere sagen. Und du bist schön so, wie du bist. Es muss einfach aufhören, dass man sich für Dinge schämt, nur weil man denkt, dass sie nicht normal sind oder nicht in dieses Schönheitsbild passen. Ich bin komplett geflasht von dem Gespräch mit Alexandra gerade. Was für eine inspirierende und starke Frau. Und ich kann euch jetzt sagen, dass ich noch motivierter bin, meine Haare zu spenden, weil Echthaarperücken machen den Unterschied zu Kunsthaarperücken. Bis dann. 2 Tage später wird's ernst. Ich bin beim Verein Die Haarspender. Hier könnte ich heute direkt spenden. Ich bin in Wien angekommen. Ich darf meine Haare spenden, auch wenn sie theoretisch nur 35 cm lang sind. Mal schauen, ob ich mich auch zu 40 cm hinreißen lasse. Das werde ich jetzt alles besprechen. Ich bin aufgeregt, aber ich habe auch richtig Bock. Weil ich weiß, wofür ich hier bin. So, die Haarspender. Ganz ehrlich, innerlich ruhig bin ich nicht. Und Spoiler, es werden noch Tränchen fließen. Hi Holger, Nadine, freut mich. Holger Möller ist gelernter Friseur und hat zusammen mit seiner Frau den Verein Die Haarspender gegründet. Bei ihm hat zum Beispiel auch schon die Influencerin Daria Daria ihre Haare gespendet. Bevor wir loslegen, schießen wir noch ein paar Fotos für den Vorher-Nachher-Vergleich. Wunderbar. Ja, bist du bereit oder hast du noch Fragen an mich? Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Fragen an dich. Und dafür setzen wir uns irgendwo hin, oder? Ja, gerne. Soll ich hinter dir oder vor dir? Leute, genau. Ich bin aufgeregt. Den Verein Die Haarspender gibt es seit 2016. Die Idee dafür kam Holger aber schon viel früher durch einen Fall in seiner eigenen Familie. Ich hatte die Idee als Friseur, man hat ja doch als junger Friseur immer wieder mal Menschen, die zu dir kommen und sagen, schnipp, schnapp, ich möchte jetzt eine kurze Frisur und das landet alles im Müll. Und auf der anderen Seite hatte ich halt meine Mutter, die Krebs bekommen hat 1996.
Und die hat halt so eine Plastikperücke von der Krankenkasse bekommen. Die war kratzig, die war wirklich hässlich. Man hat auf 100 Meter gesehen, dass das Kunsthaar ist. Und sie hat sie auch überhaupt nicht gern getragen. Der Verein stellt für Kinder und junge Menschen bis 20 Jahre aus Deutschland, Österreich, Ungarn und der Schweiz kostenlos Perücken zur Verfügung. Bislang 226 Stück. Kannst du noch mal sagen, was dich genau zu anderen Haarspendeorganisationen unterscheidet? Wir sind fast die einzigen, die Maßanfertigungen machen für Kinder. Und die einzigen, die diese ohne Krankenkassen auch verschenken. Das heißt, völlig unabhängig von Krankenkassen oder von irgendwelchen Systemen. Jedes Kind, egal ob es versichert ist oder nicht, kann sich bei uns melden und eine Perücke beantragen. Ist nicht der einfachste Weg, weil man wirklich alles spendenbasierend macht. Aber ich würde keinen anderen Weg gehen wollen, weil es den Familien einfach sehr viel abnimmt. Irgendwie musst du ja irgendeine Art von Geld trotzdem verdienen. Ja, meine Arbeit hier ist ehrenamtlich. Ja, also ich habe kein Gehalt. Aber ich hatte, bevor ich den Verein gegründet habe, einen sehr guten Job. Ja. Da bin ich zwar mit Burnout raus, aber hatte viel auf der hohen Kante. Es macht Freude, mit so vielen Menschen zu arbeiten, für Kinder was tun zu können. So tolle Leute dann hier zu haben, die sagen, schneid einfach, ich möchte helfen. Das ist einfach ein total schönes Gefühl, jeden Tag. Hergestellt werden die Perücken in Asien, weil dort große Stückzahlen zu einem viel günstigeren Preis produziert werden können als in Europa. Laut Holger aber zu fairen Bedingungen, die er selbst vor Ort gecheckt hat. Pro Woche erhält der Verein im Schnitt 20 bis 30 Haarspenden. Im Lager warten die abgeschnittenen Zöpfe, sortiert nach Farben, auf ihre Weiterverarbeitung. Oh krass! Crazy! Es ist sozusagen eher lockig, eher dunkel, hell, mittel. Da kommen auch meine Haare dann dazu, ne? Wir bekommen natürlich per Post auch Haarspenden und die müssen wir dann noch sortieren. Die sind zum Beispiel per Post gekommen? Genau. Wie müssen die geflochten sein? Müssen die offen sein? Geflochten ist natürlich das Sicherste. Was wir immer wieder sehen, ist, dass der Gummi dann zu weit oben ist und es ein bisschen herumwackelt im Kuvert. Ja. Und dann im schlimmsten Fall der Gummi auch runtergeht. Ah. Pro Perücke werden zwischen 3 und 5 Haarspenden verarbeitet. Insgesamt rund 250 Gramm Haare pro Perücke. Aber welche Voraussetzungen müssen Haare erfüllen, damit sie gespendet werden können? Die abgeschnittenen Haare müssen mindestens 25 cm lang sein. Das schwankt aber je nach Organisation. Generell gilt, je länger, desto besser. Knallig gefärbte oder blondierte Haare, Locks, dauergewellte oder chemisch geglättete Haare können meist nicht gespendet werden. Auch Haare, die vom Boden aufgehoben wurden und durcheinander liegen, können leider nicht verwendet werden. Ihr könnt die Haare übrigens auch selbst abschneiden oder beim Friseur und dann per Post einschicken. Dabei aber unbedingt einen Zopf binden und auf die jeweiligen Vorgaben der Organisation achten. Und sag mal, wie lange dauert die Herstellung von so einer Perücke? Komplett handgeknüpft, 35 Tage. Das so heißt, lange? Ja, es sitzt jemand sozusagen seine 9 Stunden jeden Tag an der Perücke, 35 Tage lang. Deswegen ist es auch so teuer, eine Perücke, ne? Genau. Genug gequatscht. Kommen wir endlich zu meiner Haarspende. Aber erst misst Holger nochmal nach. Hoffentlich haben wir zu Hause richtig abgemessen und ich komme zumindest auf die 35 cm. Wie viel haben wir? Die sind ein bisschen stufig hier. Grundsätzlich kommen wir aber auf die 33, 34 cm. Wie kurz wäre denn 40? Oh Gott, das wäre... Fangen wir mal bei der Augenbraue hier oben mit Messen an. Nein. Es wäre, wenn du die 40 erreichen möchtest, sind wir hier. Das ist unterkante Ohr. Also das wär das schon eher Richtung Pixie, ja? Uff. Das ist eine harte Ansage. Holger berät mich nach bestem Wissen und Gehwissen. Ich ringe um jeden Zentimeter. Also was sagst du jetzt? Was würdest du machen? Aber wie gesagt, ich möchte, dass aus dieser Perücke, aus meinen Haaren, eine richtig tolle Perücke wird. Deswegen bin ich ja hier. Ich will es auf diese Länge machen. Da kann es noch ein bisschen kürzer werden und es ist immer noch in Kinnlang. Vielleicht 1 Zentimeter unterhalb Kinn. Aber ich würde diese Länge empfehlen. Du bist der Boss. Wir machen es so. Gut. Ah. Die erste Strähne darf ich selbst abschneiden. Dann darf ich dir eine Schere geben.
und du schneidest genau oberhalb von meinem Finger. Ich muss ja gerade gucken, ne? Mhm. So? Jupp. Eins, zwei, drei. Krass! Alter, sind die kurz. Okay, so kurze Haare hatte ich noch nie. Ich dachte irgendwie, wir machen sie bis hier. Naja, wir machen sie bis Kinn. Wir machen sie wirklich knallhart bis Kinn. Sie sind so kurz. Sie sind short. Holger, sie sind short. Gib mir die Schere, bevor du sie mir wo reinstichst. Ich soll noch nicht wissen, wie ich mit kurzen Haaren aussehe. Deswegen verhüllt Holger den Spiegel. Guck mal Mila an. Du musst Mila angucken. Oh, es ist aber ein kleiner Adrenalinkick. Oh ja, ich bin so gespannt, was du sagst. Ich höre euch heule. Und so fällt Strähne um Strähne. Und mir kullern wirklich plötzlich ein paar Tränen. Also es ist nicht so, ich weine gerade, oh Gott, meine Haare. Es ist mehr so krass, krass, was ich hier gerade mache. Hui. Und dann kommt der große Moment. Oh, hu. Alter, ist das kurz. Alter, ist das kurz. Krass. Wow, ist das kurz. Was sagst du? Was ich sage ist, freiwillig hätte ich mir meine Haare niemals so kurz geschnitten. Also es ist alles gut. Ja. Ich weiß, wofür ich das mache. Also ich gefalle mir mit einem Ticken längeren Haaren besser. Krass, ey. Ich muss kurz klarkommen. Nach dem ersten Schock überwiegt dann aber doch der Stolz. Bitte schön. Wow. Das sind richtig viele Haare. Dann schauen wir doch mal, wie lang der jetzt ist. Ja. Wie viel haben 35. Wir? Geil, das ist schon viel. Mhm. Geil. Geil. Mal bitte, wie viel das ist. Ist doch auch nicht komisch, dass ich mich mehr über den Zopf freue, den hier zu lassen, als über, wie ich jetzt aussehe, oder? Ist doch auch okay. Mir ist das, deswegen bin ich doch hier. Ich bin einfach gerade richtig froh, das gemacht zu haben. Ich bin richtig froh, dass die jetzt hier sind. Und ich muss mich jetzt an meine Haare gewöhnen und an diese Kürze, weil ich die einfach noch nie so kurz hatte. Und jetzt gerade ist so, wir haben auf diese Haarspende hingearbeitet und ich habe jetzt einfach meine Haare gespendet. Das ist gerade, von mir fällt auch so eine... Es hält auch so ein bisschen so, ja, ich hab's jetzt gemacht. Ist krass. Ist krass. Ist einfach crazy. Ja. Jetzt machen wir die Nachherbilder. Ich habe 35 cm gespendet. Wer hat von euch schon mal die Haare gespendet? Das könnt ihr mir mal übrigens in die Kommentare schreiben. Habt ihr schon mal eure Haare gespendet? Habt ihr darüber nachgedacht? Erfahrungen, Meinungen in die Kommis. Ich bin richtig erleichtert und total stolz auf mich. Wir sind fertig, Holger. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Das war eine sehr tolle Erfahrung. Danke für deine Arbeit, die du machst. Und ich hoffe, hier kommen ganz viele Spenden, sowohl in Geld als auch in Haarform an. Perfekt. Das ist sicher. Gut. Danke dir. Gut. Ciao. Danke dir. Tschüss. Ich habe mich am Anfang meiner Recherche gefragt, finde ich eine Organisation, wo ich meine Haare hinspende und auf was muss ich achten? Ja, ich habe die Organisation gefunden und es fühlt sich richtig gut an, meine Haare dorthin gespendet zu haben. Es war aber ein ganz schön langer Weg. Das heißt, ich kann euch nur sagen, guckt genau auf den Seiten nach, wohin eure Haare kommen und was damit passiert, ob damit Geld gemacht wird oder nicht. Und lest auch durch, was eure Haare erfüllen müssen, damit ihr spenden könnt, damit die dann auch wirklich verwendet wird. Ansonsten bin ich mega froh, dass meine Haare jetzt verwendet werden für eine Echthaarperücke und dass sich hoffentlich ein Kind über meine Haare freuen wird. Und dafür hat es sich gelohnt. Und ich mag meine neue Frisur. Wenn ihr regelmäßig unsere Puls-Reportagen sehen wollt, und das solltet ihr, lasst uns hier ein Abo da, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und apropos Spende, hier hat sich Ari mal angeschaut, wie es mit der Stammzellenspende so funktioniert. Und wenn ihr die Tracks aus den Puls-Reportagen mögt, dann klickt hier, dann kommt ihr zur Puls-Reportage-Playlist.